Freunde, SpongeBob macht immer so viel Spaß zu gucken. Billy, nicht wahr? Nee, Maki, ich will meinen Pupsi-Film schauen. Warte mal, was, Billy? Nein, das schauen wir auf keinen Fall. Mach jetzt wieder SpongeBob an. Nee, Maki, ich will Pupsi schauen. Ey, Billy, jetzt hör dich auf damit. Warte mal, hörst du das auch? Ist es ein Klopfen oder so? Warte mal, Maki, hast du das etwa gehört? Ich hab einen Pups gemacht. Nee, Billy, das meinte ich gar nicht. Aber, boah, das stinkt ja echt heftig. Irgendwas anderes ist hier. Das klopft die ganze Zeit. Von wo kommt das nur? Jetzt, wo du sagst, ich höre es auch. Ist irgendwie auf dem Boden. Ja, stimmt. Hier irgendwo auf dem... Warte mal, Billy. Wer sind denn die beiden dort? Simaki, was meinst du? Ich sehe nichts. Billy, hier vorne. Bilde ich mir das nur ein oder siehst du die beiden dort vorne auch? Simaki, jetzt bilde ich sie einen Boden. Ich sehe nichts. Was ist das denn? Hey, das sind irgendwelche unter meinem Bett. Billy, lass sie hier schnell abbauen. Billy, die machen mir Angst. Sie haben uns unter dem Bett beobachtet. Wer war das? Waren das zwei Mädchen? Ich glaube auch, Simaki, aber was machen die in deinem Zimmer? Warum beobachten die uns? Ich weiß es nicht, Billy, aber die haben mir voll Angst eingejagt. Sollen wir mal schauen, ob die dort noch immer sind? Okay, Simaki, du gehst aber als erstes schauen. Ich bleib mal im Haus. Okay, Billy, ich werde jetzt schauen. Ich gucke, ob die dort noch immer sind. Was treiben die dort unter meinem Bett? Sind die da schon öfters gewesen, Leute? Warte mal, die sind da gar nicht mehr. Hä? Die sind doch verschwunden. Hä? Was ist das denn? Freunde, oh nee, das muss ich mir genauer anschauen. Billy, du kannst reinkommen, alles sicher. Simaki, ist alles sicher? Ja, ist alles sicher. Komm hier rein. Ey, warum machst du das Fenster kaputt, Billy? Du hättest auch die Tür nehmen können. Schneller, Simaki. Ja, aber das heißt nicht, dass... Billy, jetzt ist das kaputt. Egal, weißt du was? Vergessen wir es, okay? Wir haben Wichtigeres. So, okay, nein, das reicht, Billy. Du machst es kaputt, jetzt übertreibst du doch so. Damit es mir nächstes Mal noch leichter... Das ist Notausgang, falls die Mädchen uns abmurksen wollen. Ja, entspann dich. Vielleicht haben die Crush auf uns oder so. Aber es ist schon ein bisschen komisch, dass hier eine geheime Basis bauen. Was ist das hier für ein Ding? Sollen wir da mal runtergehen und schauen, was das ist? Weil irgendwie sind die jetzt verschwunden. Simaki, hast du Kameras? Oh, stimmt, du bringst mich auf eine Idee. Ja, hab ich wirklich. Lass mal schauen, ob die da reingegangen sind oder so. Vielleicht haben wir uns einfach nur eingebildet. Leute, habt ihr das auch gesehen? Da waren irgendwelche zwei Mädchen. Die machen mir richtig Angst. Egal, wir werden da reingehen. Okay, aber davor schauen wir die Kameras. Kameramonitor. Ja, ganz genau. Warte mal, wo ist der? Ich glaube, hier irgendwo in der Kiste. Nee, hier ist er auch nicht. Und perfekt. Ich glaube, der... Ja, genau. Hier ist der Kameramonitor. Billy, wir schauen da jetzt rein. Okay, jetzt werden wir sehen, wie viele hier reingekommen sind. Oh ja, lass uns das auf dem Fernseher produzieren. Okay, wir schauen jetzt mal nach. Und zack. So, perfekt. Wir sind jetzt in Kameras drin und gerade sehe ich noch nichts. Billy, bist du sicher, dass die bei mir eingebrochen sind? Ich meine, ich sehe mich nur, wie ich dort schlafe. Das macht irgendwie sehr komisch auf, wie du schläfst. Ja, du hast recht. Ich kann mich einfach selber beobachten, wie ich schlafe. Aber ich sehe hier... Oh, warte mal, Billy. Siehst du es davon auch? Ich zoom mal näher ran. Das sind doch die beiden Mädchen. Lucky, das sind wirklich... Bin ich da? Oh, nee, das sind die beiden Mädchen, ganz sicher. Ja, das sind die. Was treiben die dort? Was bereden die da? Können wir zulauschen? Wir werden den jetzt abknallen, haha. Lucky, hast du es gehört? Ja, ich hab's gehört. Wollen die mich... Was haben die da in der Hand? Leute, seht ihr das? Nein. Ist es das, was ich denke, was die in der Hand haben? Simaki, ja, ich glaube wirklich. Okay, weißt du was? Wir machen erstmal ein paar Experimente an ihm. Was wollten die machen? Experimente? Oh nein. Ey, die waren einfach am Abend bei mir und ich habe nicht mal irgendwas geahnt. Okay, schaut mal, ich bin ganz ruhig am Schlafen. Ich habe bestimmt... Worüber habe ich überhaupt geträumt? Keine Ahnung. Über irgendwas Cooles. Und die sind hier einfach beide bei mir und wollen irgendwas Böses mit mir anstellen. Wir geben ihm gleich eine Spritze. Was? Ey, schaut mal, was die da in der Hand hat. Freunde, okay, das ist sowas von gruselig. Und was treiben die jetzt? Lass uns aber erstmal ins Bett kriechen. Simaki, okay, das macht mir Angst. Die kriechen da im Bett rein? Ja, die kriechen da gerade rein. Hört, die eine ist verschwunden. Und die andere auch. Okay, Leute, und ich habe gar nichts gecheckt. Ich bin da in meinem Bett und liegt da ahnungslos. Währenddessen haben die... Was haben die da unten gebaut? Eine Geheimbasis? Hast du es gehört, Billy? Die wollen irgendwelche Experimente mit mir anstellen. Okay, das Gute ist, wir wissen jetzt, was vorgefallen ist. Und das Böse ist, Junge, die haben Waffen, die wollen mich erledigen. Egal, lass uns erstmal rausgehen aus den Kameras. Simaki, es ist so schlimm, was da passiert ist. Ja, das ist wirklich schlimm, Billy. Aber was tun wir jetzt nur? Ich will nicht, dass sie da abends vielleicht rauskrabbeln und da mich erledigen. Jetzt, Maki, wenn ich so überlege, ist das dein Problem, okay? Ich bin aber weg, weil ich jetzt ein Bett und keine Ahnung, tschüss. Ey, Billy, du kannst mich jetzt nicht im Stich lassen. Billy ist nicht mehr da. Billy, ich sehe dich, du kriechst hier unten. Ich bin ein Wurm. Billy, jetzt hör auf. Hör auf, wegzurennen, okay? Wir müssen uns trauen. Ich trau mich aber nicht, Simaki. Ich habe eine Idee. Leute, lasst jetzt allen Abo und ein Like da, damit Billy sich dort reintraut. Und wir beide schauen, was dort in diesem Labor abgeht. Okay, die wollen gruselige Experimente mit mir anstellen, Billy. Wir müssen dagegen was tun. Okay, Leute, lasst allen Abo und ein Like auf 3, 2...
1-0. Oh ja, Leute, komm schon und let's go. Wow. Pupsi Tornado. Billy, das ist nicht passend. Okay, so, wir rennen da jetzt hin. Billy und wir gehen da jetzt rein. Alle haben Abo und ein Like da gelassen. Hast du es gehört? Die wollen auch, dass wir dort reingehen. Okay, dann machen wir unter einer Bedingung. Du gehst als erstes rein und wenn irgendwas passiert, dann wirst du dich aufopfern für mich. Okay, Billy, wenn es sein muss. Aber ich habe eine Idee. Schau mal, hier in meiner Kiste habe ich noch einen Unsichtbarkeitstrank, okay? Den werden wir trinken und somit werden die uns gar nicht sehen, wenn wir da reingehen. Wow, ist voll... Wie lange geht der? Keine Ahnung. Oh, du hast ihn schon getrunken, Billy. Hör auf mich zu. Hinten, wo bist du? Jetzt kann ich dich anpupsen, du wirst mich nicht sehen. Ey, Billy, das ist nicht der Sinn hinter diesem Unsichtbarkeitstrank. Okay, wir werden jetzt trinken. Ich muss ihn ja erst aufstellen, trinken, damit uns die Zeit nicht davonläuft. Und Billy, hör auf mich zu hitten. Ich sehe dich, deine Partikel. Okay, wir machen das Bett kaputt, Billy, und mal schauen, was da ist. Alter, hier geht's einfach runter, Billy. Ich bin runtergefallen. Aua, ich krieg Damage. Warum kriegst du Damage? Oh, hier ist Gift, Billy. Du musst aufpassen. Nimm mal was in die Hand. Ich sehe dich gar nicht, Billy. Nimm die Flasche in die Hand, dann kann ich dich auch sehen. Ich hab ein Bett in der Hand. Oh, ja, jetzt, ich sehe dich, Billy. Okay, lass uns hier langsam runtergehen und schauen, was sie dort machen. Billy, ganz leise sein, okay? Wir sind zwar unsichtbar, aber die können uns doch immer hören. Oh, Junge, was ist das denn? Hier ist einfach ein ganzes Labor. Freunde, was haben die hier angestellt? Warum sieht das hier so gruselig aus, Billy? Sieht voll nett aus hier. Nein, das sieht nicht nett. Was ist das denn für ein Ding? Junge, das ist Hulk! Alter, was haben die hier gemacht? Freunde, die sind sowas von gruselig. Billy, schau mal, da vorne, das sind die! Leise! Ja, du, nichts sagen, Billy! Was bereden die da? Wir müssen denen zulauschen, okay? Geh nicht auf die Druckplatte, sonst öffnet sich die Tür und dann könnten die uns sehen. Aber da vorne sind die. Okay, ich kann die ziemlich gut beobachten. Wir hören denen jetzt einfach mal zu. Heute Abend werden wir zu Simlucky gehen und ihn entführen. Simlucky, hast du es gehört? Ja, ich hab's gehört, Billy. Die wollen mich entführen? Wieso wollen die das tun? Dann werden wir aus dem Bett rauskrabbeln und dann mitnehmen in diese Zelle hier und dann ganz schlimme Sachen mit ihm anstellen. Ey, Billy, wieso? Ey, was macht die da? Alter, hat die gerade mit der Pistole geschossen? Ich glaube, es ist ein Lucky. Weißt du, das wird mir ein bisschen zu viel. Ich hab das vergessen, aber ich hab einen Termin. Billy, was ist das für ein Termin? Ich hab noch ein Date mit Nelly und dann muss ich noch heiraten und so. Billy, Junge, du niemals hast ein Date mit Nelly. Das ist doch nur eine Ausrede. Ich hab Angst. Ich weiß, ich habe auch Angst, Billy, aber ich will wissen, was die vorhaben. Wir müssen die aufhalten. Okay, willst du etwa, dass ich entführt werde? Junge, die wollen irgendwelche Experimente mit mir anstellen. Also, heute Abend, ja, ganz, ganz wichtig. Und niemand darf das wissen, dass wir eine geheime Basis haben. Du weißt auch, was wir vorhaben. Leute, was haben die vor? Ich check's immer noch nicht. Egal, Billy, wir dürfen auf keinen Fall auffallen. Weißt du was? Ich glaube, es ist die beste Idee, wenn wir jetzt hier wieder rausgehen, weil der Typ da sieht gruselig aus. Lucky, irgendwie sieht er auch wie mein Vater. Was redest du da, Junge? Das sieht richtig gruselig aus. Guck ihn dir an. Simlucky, das mit dem Spiel ist irgendwie freundlich aus. Billy, weiß ja nicht, ob der freundlich aussieht. Das sieht eher so aus, als ob der dich aufessen würde. Apropos Essen, Simlucky. Oh, ich hab grad eben richtig viel gegessen. Und, Billy? Ich muss auch irgendwie rauskommen. Billy, sag mir nicht, du wirst jetzt furzen. Oh, doch, genau das wollte ich dir sagen. Billy, nein, pss, mach das nicht, okay? Billy, du musst es nur eine Minute aushalten, dann können wir raus, okay? Schnell! Simlucky, es tut mir leid. Ich kann nicht mehr! Billy, nein, tu es nicht! Oh, ja, ich muss Pupsi machen. Billy, die hören dich doch jetzt. Oh nein, was hast du getan? Warte mal, was war das denn? Hast du es auch gehört? Hey, warum liegt hier überall Pupsi? Das stinkt ja voll. Billy, du hast uns verraten. Nein, ich muss mich verstecken, Leute. Nicht, dass die mich sehen. Niemand hat hier Pupsi gemacht. Und jetzt redet er noch. Junge, der ist so lost, Leute. Was hat der da gemacht? Warte mal, wo ist eigentlich Billy jetzt hin? Simlucky, mein Unsichtbarkeitsschrank hält nur noch eine Sekunde. Warte mal, ist hier etwa jemand irgendwie riechig? Hey, stopp, was treibst du hier? Ich kann es erklären, ich bin eine Illusion, du bildest mich nur ein, ich bin eine Einbildung. Nein, ich kann dich sehen. Hey, siehst du mal oben mit, was ich auf dich richte? Alter, Leute, was mache ich jetzt? Oh nein. Warte mal, wenn Billy sein Unsichtbarkeitstrank weggegangen ist, heißt das nicht, dass meiner gleich auch weggeht? Okay, Hände sind oben. Simlucky, die haben uns gefunden. Die haben uns gefunden, okay? Du kannst aus dem Versteck rausgehen. Leute, ich bin nicht mehr unsichtbar. Die haben mich nicht gefunden. Simlucky, du kannst rauskommen. Warte mal, du bist auch da? Hey, jetzt hab ich dich. Hier, geht sofort bei in die Zelle, okay? Mach, was ich sage. Das kann nicht sein, die haben uns auch spioniert. Hey, komm schnell hier rein. Simlucky, die haben uns gefunden, hab ich doch gesagt. Die haben mich nicht gefunden, okay? Die haben nur dich gefunden. Tut mir leid, wir müssen hier reingehen. Alter, Leute, was machen wir jetzt? Die haben uns gefunden. Wenn die nur wüssten, wir wissen von ihrem bösen Plan Bescheid. Wie kann man hier reingehen? Das geht so. Also, jetzt geht da schnell rein, okay? Und hier kommt ihr jetzt auch nicht mehr raus. Warum? Ich hab die, okay? Simlucky mögt ihn ja so. Ihr könnt einfach den fesseln und mich lässt hier weg. Hä? Was, Billy? Okay, nee.
Ja, das... Okay, Leute, wisst ihr was? Ich werde Billy hier irgendwie rausretten. Fesselt du mich, okay? Lass Billy bitte frei! Nein, der weiß es davon. Niemand wird von euch jetzt frei sein. Ihr geht sofort auf eure Betten, legt euch dahin. Billy, du bist auf dem falschen Bett. Okay, kann ich wenigstens auf meinem Bett liegen? Nee, ich schlafe jetzt hier, Simlaki. Geh auf dein Bett runter, Billy. Weg mit dir. So, warte mal, ich trage dich hier hin und du kannst dort schlafen. Also, ihr bleibt hier drin und wir kommen gleich wieder. Und dann werden wir schlimme Sachen mit euch anstellen. Ich meine, nee, wir werden euch ein Geschenk machen. Ein Geschenk machen? Was redet die da, Billy? Wie kannst du so schlafen, Billy? Hallo, weißt du nicht, was gerade passiert? Ja, alles gut, aber du willst doch nicht so schlimm sein. Billy, wir sind gerade davor, drauf zu gehen und du kannst einfach so in Ruhe pennen? Ja, Simaki ist so nicht so schlimm. Weil immer was drauf geht. Wir müssen hier raus, Simaki. Ja, jetzt hast du es auch gecheckt, Billy. Was tun wir jetzt? Und wir müssen hier unbedingt weg. Aber bevor wir gehen, warte mal, kommt mal her. Schau mal, was wir jetzt mit euch jetzt machen werden. Wir geben euch kurz einen kleinen Rundgang. Warte mal, was wollen die machen, Leute? Bevor wir draufgehen, wollen die erstmal zeigen, was die uns mit uns machen werden? Man kann ja nicht so schlimm sein, oder? Mach bloß nichts Falsches und werde ich sofort mit meiner Pistole knallen. Oh Mann, ja, Entspannung. Was ist das für ein Raum? Warte mal, was sollt ihr hier machen? Seht ihr diese ganzen Nuklearsachen dort? Wow, es ist bestimmt richtig lecker. Nein, Billy, trink das auf keinen Fall. Oh doch. Mir geht's schlecht. Ja, ich hab doch gesagt, du darfst das nicht trinken. Was wollt ihr denn machen? Das werdet ihr trinken. Oh nein, was? Trinken? Oh Mann, Freunde, ich hab so Angst. Okay, und was wollt ihr danach mit uns machen? Ja, kommt einfach mal mit. Okay, warum wollt ihr das überhaupt tun, okay? Womit habe ich das verdient? Das sagen wir dir später, aber du wirst es tun. Okay, und was ist das hier? Simaki, weißt du was? Ich glaube, das ist unser Ende. Wir können nichts mehr machen. Ja, wir können wirklich nichts mehr machen. Wir können es nicht mehr wehren. Warum ist da eine Spinne drin? Wir werden euch mutieren mit der Spinne. Und die kommt in der einen Zelle und in der anderen ist die Spinne. Simaki, ich wollte immer mal die Spinne werden. Ich bin eine Spinne. Oh nein, Billy, das willst du auf keinen Fall werden, okay? Das ist ultra schlimm. Alter. Was hat die da in der Hand? Sehr gut, deine Lippe, die muss aufpassen. So, okay, jetzt kommt mal lieber mit. Ich zeige euch den nächsten Raum, nicht so langsam. Okay, was ist das hier? Ey, warum ist hier so viel Lava? Wir werden euch kochen und braten. Okay, nein. Ich gehe lieber wieder in meine Zelle, okay? Tschüss, ich bin dann mal wieder in der Zelle und bitte holt mich hier nie wieder raus. Schaut mal, wenn alles fertig ist, habe ich noch gar nicht gezeigt, dann werdet ihr so am Ende aussehen. Ich werde so aussehen? Nein, das will ich auf keinen Fall. Wirst du aber. Du kannst auch Hallo sagen, der ist echt nett. Ja, wow, ich hab doch gesagt, der ist nett, Simaki. Sag lieber nicht Hallo, Billy. Warum ist eigentlich dein Kopf so? Nein. Ich muss mich passieren. Weg hier, Leute. Das ist gruselig. Ich bin vergiftet, Leute. Oh Mann, der ist echt, echt böse. Hey, du da vorne, ich bin wirklich friedlich. Warte mal, hat der gerade mit mir geredet? Kann ich vielleicht doch mit dem Gatsus reden? Ja, okay, kannst du gerne machen, wenn du jetzt schon draufgehen willst. Leute, ich glaube, der ist nett. Vielleicht kann er uns weiterhelfen, wie wir hier rauskommen. Du da, oh Mann, mir geht's so schlecht. Ich wurde von denen behandelt und schau mal, wie ich jetzt aussehe. Du siehst wirklich hässlich aus, Mann. Ey, Mann, ach, das weiß ich doch selber. Naja, wollt ihr hier irgendwie entkommen? Es ist zwecklos. Was? Ist es zwecklos? Nein, du musst doch bestimmt einen Weg finden, wie man hier rauskommen kann. Aber ich fall die ganze Zeit in diese Lösung. Die ist voll vergiftet. Ich damage. Oh Mann, ja, ihr könnt entkommen. Schaut mal, ich habe eigentlich einen Tunnel gegraben unter der Toilette, aber den konnte ich leider nicht benutzen. Sie haben mich entdeckt und deshalb bin ich hier gelandet. Oh Mann, du tust mir echt leid. Du siehst echt nicht mehr normal aus. Simaki, ja, du siehst mir wirklich leid, aber lass mich mal verschwinden. Ich habe ein bisschen Angst vor dem. Alles gut, ich bin friedlich. Die füllen noch 1000 Experimente an mir durch. Okay, wie gehen wir raus? Also, freust du dich schon, dass das mit dir passieren wird, ganz am Ende? Ja, na klar tue ich das. Leute, wir müssen hier ganz schnell raus. Also, schön wieder auf eure Zellen. Die Druckplatten klappen nur bei mir. Und wir sind gleich da, dann fangen wir an mit dem Experimenten. okay, tschüss. Billy, was tun wir jetzt? Ich hab direkt den Ausgang. Stimmt, hier muss irgendwo ein Aus... Wow, hier vorne ist der Ausgang. Oh ja, unter den Zellen müssen wir einfach nur abbauen. In 5 Minuten sind wir da, wir bereiten uns vor. Oh nein, nein, Billy, wir müssen schnell beeilen. Mach die Toilette kaputt. Schnell. Danke für die Hilfe, wir werden dich hier irgendwann rausbringen. Oh ja, danke. Komm schon, ihr schafft das. Ich glaube an euch. Ja, let's go. Billy, platziert die Toilette. Warte mal, nee, das war eigentlich ziemlich dumm. Alter, was hat da explodiert, Billy? Was ist da explodiert? Gib mir die Toilette. So, und jetzt lass... Ey, Billy, fall wieder runter. Oh Mann, Billy, ich wollte eigentlich die Toilette dort wieder oben platzieren, aber das hat nicht so gut funktioniert. Aua, ich merke, mir tut alles weh. Ja, mir tut auch alles weh. Wir sind hier runtergefallen. Ich hoffe, die haben uns nicht bemerkt. Okay, aber Billy, die kommen in 5 Minuten. Wir haben gar keine Zeit. Okay, wir sind hier gerade in diese Jungle gelandet.
Ja, der hat hier mal einen Tunnel gebaut, meinte der doch gerade eben. Aber hier sieht's auch echt schlimm aus. Das ist hier das Abwasser von diesen ganzen Experimenten. Schau mal, hier ist alles nuklear vergiftet, alles radioaktiv. Okay, aber irgendwie ist das cool. Oh yeah, schmeckt voll gut. Nein, Billy, das schmeckt nicht gut, okay? Alter, hier sieht's wirklich gruselig aus. Ich frag mich, warum hier so viele Skelette sind. Was haben die mit den anderen Leuten schon angerichtet? Und Billy, schau mal, wir müssen jetzt hier irgendwie durchkommen. Warte mal, wo seid ihr hin? Ich glaube, wir müssen weg. Billy, wir müssen uns jetzt schnell beeilen. Spring einfach rüber und zack, ich hab's geschafft, Billy. Ja, ich hab's auch. Und boom. Ah, Simaki, bin ich gefallen. Simaki, ich bin wieder am Leben. Billy, du hast oben links ein Herz verloren. Oh nein, was passiert, wenn wir alle Herzen verlieren? Sofort stehen geblieben. Ja, Simaki, wow. Alter, nein, die hat... Junge, die wird uns auf keinen Fall abknallen. Ja, ich brauche ja lebendig für meine Experimente. Simaki, das ist gut, dann kann ich sie nicht abknallen. Hihi, du kriegst sie mal. Doch, ich bin euch knapp aus den Fersen. Nein, Billy, wir müssen hier abhauen, Was ist das hier für ein schwieriger Parcours? Aufpassen, du darfst keine Herzen verlieren, okay? Billy, das ist sehr, sehr wichtig. Und jetzt hier rüber. Boom, let's go. Und jetzt nur noch auf diese Röhren. Oh Mann, Billy, das ist echt knapp. Aber keine Sorge, ich schaff das, okay? Immer der Nase entlang. Ja, ich freue mich jetzt lang. Billy, wo gehst du lang? Ich glaube, wir müssen hier lang. So, zack, über die ganzen Röhren. Und jetzt hier lang. So, und rüberspringen, Billy. Let's go, ich hab gesagt, wo man hinten. Ich werde euch einkriegen und dann werde ich euch... Warte, was will die mit uns anstellen? Du weißt schon. Oh nein, das kannst du nicht tun. Und zack, hier rüber. Freunde, so, ich muss jetzt aufpassen. Ich darf diesen Sprung auf keinen Fall verlieren. Ich will nicht mein Herz wegkriegen. Und jetzt hier noch rüber. Und ich hab alle Sprünge geschafft, Billy. Okay, aber die kommt nach, die kommt nach. Oh nein, du wirst hier nicht lang gehen. Nimm das. Hey, lass mich in Ruhe. Oh nein, du wirst hier auf keinen Fall ankommen. Schubs hier runter, Billy. Sie haben es geschafft, Maki. Ich bin gleich wieder oben. Was? Wie kommt die da hoch? Das ist mein Parcours, ich kenne hier alles. Nein, wir haben schon einen kleinen Zeitvorsprung, okay? Jetzt können wir den Parcours schaffen. Ja, Billy, spring einfach nur runter, du schaffst das. Let's go, Maki, ich hab's geschafft. Wie kommen wir jetzt hier weiter? Keine Ahnung, Billy, aber ich springe runter. Oh, wow, Billy. Oh, puh, das war knapp. Junge, diese Kanalisation ist echt verrückt. So, ich bin dann wieder da. Ey, wie ist sie da so schnell hochgekommen? Ich glaube, wir müssen einfach nur rüberspringen. Nein, Billy, wir können da nicht rüberspringen. Das ist zu weit. Okay, wir sind hier auf dem Slime-Block. Schau mal, hier ist ein Hebel. Kann man den drücken? Das heißt, wir könnten hier einfach rüberspringen. Let's go! Ich komme nach unten. Boah, wir haben es geschafft. Okay, hier müssen wir aufpassen, auf keinen Fall die grüne Grenze berühren. Und zack. Oh, ich hab's berührt, Leute. Mir ist wieder ganz schwindelig. Ich komm rüber, kriegst wieder einen Warnschuss. Oh nein, lass mich in Ruhe und bumm, hier rüber. Oh, die ist aggressiv. So, zack, hier drauf und Billy, du musst nur noch nachkommen. Ich werde auf keinen Fall reingehen. Billy, warum willst du denn nicht reingehen? Ich will mich nicht baden. Billy, du musst nur ganz kurz ins Wasser gehen. Ich berühre kein Wasser, ist mir egal, dann geh ich halt drauf. Hier, nimm das. Okay, ich komm doch. Okay, Billy, das war auch die beste Entscheidung, die du tun konntest. Okay, die hat da alles abgeknallt. Das ganze Wasser fließt schon weg. Billy, wie kommen wir da jetzt hoch? Obwohl, Simaki, weißt du was? Das ist ja richtig cool. Hier schwimmt auf jeden Fall hoch. Oh, ist so lecker. Billy, nur weil das stinkt, okay? Aber ich glaube, ich muss da auch hoch. Oh Mann, ich hab nochmal wirklich mir runtergefallen. Oh nein, wir müssen uns beeilen. Weißt du was, Leute? Und zack, ich gehe da auch kurz durch. Oh Mann, Leute, das tut weh. Was ist das? Hoch hier! Oh, puh, das war knapp. Ich komme. Oh nein, Billy, schmeiß sie runter! Let's go, wir haben es geschafft! Okay, das wird lange dauern, bis sie hochkommt. Derzeit können wir hier schon mal nach vorne gehen. Billy, was ist das hier für ein Level? Ich weiß auch nicht, wir müssen es schaffen. Ja, wir müssen es wirklich schaffen. Schau mal, hier sind zwei Items drin. Billy, gönn dir das hier vorne und ich nehme mir das hier. Ich glaube, das ist eine Grappling-Hook. Mit der müssen wir rüberkommen. Ja, genau. Und wie schaffen wir es jetzt? Ja, ich habe keine Ahnung, Billy. Ich glaube, wir müssen uns hier irgendwie so ranangeln und zack, bam. Wir schmeißen einfach so eine Zunge. Das ist ja mal ultra cool. Jetzt können wir uns wieder loslassen. Und das heißt, wir müssen uns jetzt einfach die ganze Zeit so lang hangeln. Weißt du was? Ich überspringe das eine Level und hangel mich sofort richtig weit entlang. So, wir machen das so. Boom. Schmeißen die Zunge und, nein, Leute, wir sind nicht so weit. Oh, ja, okay. Ja, Leute, warte mal. Ich glaube, wir könnten das schaffen. Und, boom, wir machen einfach den hier. Let's go. Perfekt. Und, zack, ich hab's geschafft, Billy. Der Maki, ich hab's auch. Und ja, weiter hier. Ich komme, Leute. Ich werde niemals entkommen. Nein, die ist doch immer knapp hinter uns, Billy. Wir müssen uns beeilen. So, ich werde hier meine Zunge hinschmeißen. So, zack. Ujo, ich bin einfach Tarzan. Haha, das hat easy peasy funktioniert. So, jetzt nur noch die nächste werfen. Bumm, hier rüber. Und damit sollten wir es eigentlich easy schaffen. So, ich bin wieder hier oben. Simaki, ich schaffe es so gut. Ja, ich sag dir fest. Ey, Billy. Nein, komm da weg. Billy, was machst du da? Jetzt kriege ich dich. Ja, Simaki, aufpassen. Hey, was machst du da, Billy? Pass auf.
Ich höre dich ab. Ich brauche sowieso nicht. Ich will nur Snacky haben. Der Frosch, nein! Billy, was machst du da? Jetzt geh da endlich weg. Ich halte dich ab, Billy. Pass auf, okay, warte mal. Ich gehe hier schon mal weiter. Billy, du schaffst es schon irgendwie. Okay, ich glaube an dich. So, hier rüber. Batz. Und, Leute, wir könnten hier, glaube ich, ein bisschen abkürzen. Wir nehmen einfach diesen Weg hier. Bam, let's go. Ja, okay, perfekt. Jetzt springen wir hier rüber. Oh, das war knapp. Und jetzt nur noch den Jump'n'Run hier schaffen. Dann haben wir es erledigt. Oh, Leute. Billy, bist du da? Hast du es geschafft? Ich bin weiter. Komm hier nicht weg. Billy, du kannst auch. Junge, was machst du da? Ja, deine Zunge hält dich auf. Du bist anscheinend richtig lost. Ich krieg sowas von. Snacky, das wird knapp. Ja, ich weiß, das wird knapp, weil du es nicht schaffst, Billy. Du bist so schlecht, okay? Komm schon, du musst es schaffen. Vielleicht dieses Ding erfunden, voll schlecht. Nein, Billy, das ist eigentlich gut, aber du bist einfach schlecht. Oh, hä? Billy, was hast du jetzt gemacht? Ja, ich bin sofort rüber. Oh nein, Billy, du steckst da unten fest. Okay, du musst aufpassen. So, ich nehme den sicheren Weg und rüber hier. Ich war so schnell, egal, ich komme nach. Oh nein, die ist da unten, Billy, wir müssen es beeilen. Sim, Lucky, schnell. Oh, was ist das für ein Ölzimmer? Ich komme hier nicht weg. Billy, okay, das ist absolut lost. Nein, du hast das Ding gedroppt, du musst das jetzt irgendwie lösen. Warte mal, ich droppe das nochmal und jetzt musst du einfach nur sneaken und dann kannst du es wegmachen. Ja, ich hab es geschafft, Sim, Lucky. Da bin ich ja, sei es kritisch, ich komm her. Nein, die rennt uns hinterher. Billy, schnell in die Kiste schon. Und nimm das, das hast du jetzt davon und boom. Nein, Leute, was tue ich denn jetzt? Oh, haha, ich kann fliegen. Keine Chance gegen mich. Und Elytra benutzen durch diese ganzen Kreise, wo auch immer wir jetzt hinfliegen. Ich habe keine Ahnung. Und durch hier, Leute, alle Raketen benutzen. Wow. Und jetzt hier oben hin. Let's go. Wir sind raus, Leute. Zimmerki, halt auf die Kiste, wir haben es geschafft. Wo seid ihr? Ich werde euch auf jeden Fall kriegen. Bleib stehen. Nein, du wirst uns auf keinen Fall kriegen. Billy, wir müssen abhauen, okay? Und als allererstes müssen wir aus der Stadt ausziehen, okay? Ich gehe nicht wieder zurück zu meinem Haus. Zimmerki, lass uns hier schnell abhauen. Tschüss. Leute, ich würde sagen, falls ihr mehr Videos zusammen sehen wollt, lasst uns ein Like und ein Abo da. Vergesst nicht, die Glocke zu aktivieren. Ansonsten checkt uns Adventskalender ab. Der kommt jetzt bald raus. Und jetzt drückt schon aufs nächste Video. Tschüss.